Eine Ungleichung löst man immer anhand einer Zeichentabelle, außer eventuell die Ungleichung ersten Grades. Die kann man auch ohne Zeichentabelle lösen, aber alle anderen mit Zeichentabelle. In solch einer Zeichentabelle schreibt man zuerst eine Zeile für die Variable x, dann schreibt man für jeden einzelnen Faktoren eine Zeile und die letzte Zeile ist vorgesehen für dieses f von x. Zuerst suchen wir die Nullstellen von den einzelnen Faktoren. Für 1 minus x² sind das die Stellen minus 1 und 1 und für x² minus 2x plus 1, das heißt für x minus 1 im Quadrat, ist es die 1. Also tragen wir hier diese zwei Nullstellen in arithmetischer aufsteigender Reihenfolge ein und jetzt bestimmen wir die Zeichen dieser Faktoren. 1 minus x² ist 0 an diesen zwei Stellen. Außerhalb dieser zwei Nullen schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x². Diese Vorzahl ist minus 1, also außerhalb der beiden Nullen schreiben wir ein Minus und dazwischen das entgegengesetzte Zeichen. Für x minus 1 im Quadrat, dieses Quadrat ist 0 bei 1, ansonsten immer streng positiv, weil es ja das Quadrat von einer reellen Zahl ist. Jetzt kommen auch schon die Schlussfolgerungen bezüglich f von x, das heißt bezüglich dieses Bruches. Eine Vorsichtsmaßnahme ist, diesen Bruchstrich in die Tabelle einzutragen, so, dieser rote Bruchstrich wurde hier eingetragen und deshalb achtet man im Vorfeld darauf, dass die Zähler in der Tabelle oben stehen und die Nenner unten. Jetzt können wir schlussfolgern. Wenn x minus 1 ist, dann ist dieses Binom 0 und dieses Quadrat streng positiv. 0 geteilt durch eine streng positive Zahl, das macht 0. Wenn x 1 ist, dann ist dieses Binom 0, dieses Quadrat aber auch. Und dann haben wir hier 0 geteilt durch 0. Durch 0 kann man aber nicht teilen. Das heißt, hier gehört keine 0 hin, sondern ein Schrägstrich. Wenn x 1 ist, dann gibt es dieses f von x nicht. Also Vorsicht. Deshalb diese Vorsichtsmaßnahme, Bruchstrich in Rot eintragen. Jetzt machen wir weiter. Wenn x streng kleiner ist als minus 1, dann haben wir eine negative Zahl geteilt durch eine positive Zahl. Das heißt eine negative Zahl. Zwischen minus 1 und 1 haben wir pos geteilt durch pos, also pos. Und rechts von 1 haben wir neck geteilt durch pos, also neck. Die Zeichenzeile für diesen Bruch f von x ist hier erstellt. Und gefragt wird, wann ist dieser Bruch f von x streng negativ? Das heißt da und da. Wir markieren diese zwei Felder in grün. Und fahren diese zwei grünen Felder nach oben bis in die x-Zeile hinein. So. Und wir lesen jetzt ab, wenn x sich da oder da befindet, dann ist dieser Bruch f von x effektiv streng negativ, wie gefragt. Also ist die Vereinigung von diesem Bereich und diesem Bereich die Lösungsmenge dieser Ungleichung. Die Lösungsmenge der Ungleichung ist also von minus unendlich bis minus 1, die minus 1 selbst ausgeschlossen, weil sie nicht grün hinterlegt ist, und dann geht es weiter von 1 ausgeschlossen, immer weiter nach rechts bis plus unendlich. X muss sich also in der Vereinigung dieser beiden Intervalle befinden, damit diese Ungleichung erfüllt ist. Und die Übung ist beendet.